Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 3,6 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, zur Installation und Inbetriebnahme möchte ich keine großen Worte verlieren. Der Aufbau des Gerätes und das Einrichten der Software hat problemlos funktioniert. Daher direkt zum Hauptaugenmerk, Bildqualität. Diese kann man auf ein recht gutes Level bringen, indem man selbst Hand anlegt und an den Einstellungen herumschraubt. Denn die verschiedenen werkseitigen voreingestellten Bildmodi sind das schlecht abgestimmteste, was mir bislang bei einem LCD-LED-TV untergekommen ist. Für die meisten HD-Inhalte, also alles bis hin zu 1080p, finde ich die Bildqualität ansprechend. Mir ist keine unsaubere Darstellung aufgefallen. Auch die Darstellungen von niedrig aufgelösten TV-Programmen geht in Ordnung. Hier sollte man allerdings keine Wunder erwarten. Die von mir gestesten 4K-Inhalte auf Amazon sahen auch soweit in Ordnung aus, mit einer sauberen Darstellung und ohne einen Verwäscheffekt. Zur 4K-Auflösung habe ich weiter unten noch mehr angemerkt. Wie schon gesagt, will man ein wirklich gutes Bild, sollte man sich mit den Experteneinstellungen auseinandersetzen. Mit den richtigen Einstellungen kann man auch einen relativ satten Schwarzwert und Kontrast rausholen. Da kann ich die Kritik einiger Tester nicht ganz nachvollziehen. Allen voran die Kritik, der ansonsten besten Adresse für TV-Rezensionen, Addings. Komm, auf selbiger Internetseite sind eben auch die für mich eklatantesten Schwächen aufgelistet. Zum einen wurde bei der Bezeichnung UD bzw. 4K seitens LG getrickst. Einige Subpixel des RGB-Spektrums wurden mit weißen Subpixeln ersetzt. Aber ganz ehrlich, im Praxistest ist mir das nicht aufgefallen. Die 4K-Pixeldichte hebte sich trotzdem deutlich von der in 1080p ab. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.